We have monitored 700 textbooks in Palestine and Israel. 700 israelische und palästinensische Schulbücher wurden wissenschaftlich gecheckt. Das berichtet der lutherische Bischof aus Jerusalem, Dr. Munib Younan, bei seinem Besuch in Düsseldorf. Die Ergebnisse findet er besorgniserregend. Die Schulbücher spiegeln zwei Parallelwelten. Younan fragt, wie können wir unsere widersprüchlichen Geschichten in den Unterricht bringen und eine gemeinsame Zukunft aufbauen? Das Schulbuchmonitoring ist eines der ganz praktischen Beispiele für interreligiösen Dialog in Nahost. Auftraggeberin war der Rat der religiösen Institutionen, dem der Bischof angehört. Younan ist seit langem und auf verschiedenen Ebenen im interreligiösen Dialog aktiv. Das machte er in Düsseldorf vor den Superintendentinnen und Superintendenten der Rheinischen Kirche deutlich. Dialog ist wichtig, betont er, auch in Verbindung mit der Rheinischen Kirche. Wir brauchen diese Partnerschaft, erklärt der Theologe weiter. Wir müssen sie fortführen und schauen, wie Gott uns zusammenruft. Wir als zwei christliche Schwesterkirchen, die lutherische Kirche im Heiligen Land ist ein Kind der deutschen Mission, sollten eine Vision für den jüdisch-christlichen Dialog haben, auch für einen jüdisch-christlich-muslimischen Dialog. The relation between the Church of Rhineland and my church is long-standing. Unfortunately, there were some years that we didn't have enough contacts together, and luckily, we again found each other. And what they No church can be independent. Keine Kirche kann heute noch allein agieren. In Zeiten der Globalisierung sind wir alle voneinander abhängig. Wenn die Kirchen nicht eng zusammenarbeiten, in der Mission, in der Diakonie, im interreligiösen Gespräch, dann verlieren sie ihre prophetische Stimme. I'm happy that the Church of Rhineland is taking us as a partner in Jewish dialogue. Und so ist er auch happy, Partner im christlich-jüdischen Dialog der Rheinischen Kirche zu sein. Ganz konkret. Im Frühjahr gab es in Jerusalem einen gemeinsamen christlich-jüdischen theologischen Workshop. Die Folgekonferenz im nächsten Jahr ist bereits verabredet. Thema des ersten Workshops war die Bibelgeschichte von der Befreiung, wie Younan sagt. How can we see the Exodus not a story of colonialism, but a story of liberation? Dass alle befreit leben können, dass jeder im anderen das Bild Gottes sieht. Eine gerechte Koexistenz ist Younans Vision. Dass die Realität davon noch weit entfernt ist, weiß er. Because what's going on today is abnormal. Unfortunately, it's becoming normal. The abnormality in that country will create only hatred. Feindseligkeit und Extremismus lassen sich nur überwinden durch interreligiösen Dialog, Erziehung, indem wir Gerechtigkeit und Friede bringen. And by bringing justice and peace to the country, which is for the sake of Palestinians and Israelis alike. I hope that this study. In der Frage der Schulbücher heißt das konkret, der Rat der religiösen Institutionen fordert die zuständigen Ministerien sowohl in Israel als auch in Palästina auf, die Schulbücher zu überarbeiten, um den Zug der Versöhnung auf den Weg zu bringen. If we start with our children teaching them what is right, then we have put the train of reconciliation and justice on the right track.